Okay, willkommen zurück zu Metro Exodus. Wir haben uns für heute vorgenommen, das Schiff da zu clearen, das heißt, die Sklaven vielleicht zu retten, wenn das wieder geht, so wie beim letzten Mal. Und ansonsten natürlich jeder, der auf uns schießt, wird zurückerschossen, wenn wir es schaffen, hier irgendwie lebendig runterzukommen. Ja, auf der anderen Seite vielleicht. Oder sollen wir da versuchen, mit dem Auto runterzufahren? Das wird nicht unauffällig. Nö, da ein Stück weiter. Okay. Halten für Medikis. Okay. Wir hoffen, dass das mit dem Scope jetzt besser geht. Da sind schon ein paar. Mutantenviecher auf dem Weg. Gucken, ob wir um die rumkommen. Beweg dich über den Stein. Irgendwo vor uns soll was sein. Aha, gefunden. Nein. Hinten. Ich glaube nicht, dass die kommen. Ich hoffe nicht. So. Haben wir einen Lauf, der schallgedämpft ist? Haben wir nicht. Dann nicht. Es scheint aber draußen auch keiner zu sein. Wir können aber. Hier den Schalter verlaufen. Also genau wie in der Höhle die Sklaven am Leben lassen. Versuchen.
weiß auch nicht, wie man das knacken kann. Wie kommen wir da rein? Zu dem Fragezeichen will ich auch noch. Ja, erst später. Ah. Drei, vier. Sind noch alle über uns, okay. Wird es dieses Scheißding nicht auf den Kopf fallen? Nee, wird es nicht. Solange es kein bescheuerter Hut zum Anfassen. Gib mir mal den 16er Schraubenschlüssel. Also gut. Wo zum Teufel? Wo ist das Scheißding? Da! Tja, dann wirst du ihn wohl holen müssen. Klar, mein Fehler. Mist. Okay. Haben wir nichts zu machen? Eine noch vor uns irgendwo. Nicht da im Raum oder über uns. Wir sind hier fertig! Verriegeln! Hey, was zum Teufel war das? Verriegeln! Was ist denn der Säule, Leute? Hat er den Rotpunkt gesehen? Was ist das, verdammt? Ich muss mal nachsehen, was da ist. Tja, bis jetzt ist nichts zu sehen. Ich könnte schwören, dass ich hier was gesehen habe. Schon wieder mal. Verdammt! Was zum Teufel ist da in dem Durchgang? Da ist der Scheißkerl! Ah, verdammt, das ist der Scheißhund! Unser Mann hat ihn wieder erwischt! Ach so. Wo kommen die jetzt her? Die wurden mir nicht auf dem Radar angezeigt. So eine Sauerei. Und warum können die durch das Gitter durchschießen von der... Also durch das Geländer durchschießen und ich nicht? Das kann aber nicht sein.
1, 2, 3, 4, 5. Ach so, es geht wieder nicht halten. Ja, die treffen mich von da, aber ich treffe die nicht, oder was? Das kann doch wohl nicht sein, ey. Weg. Weg. Du Glück gehabt gerade. Noch jemand was zu melden? Da ist doch noch einer. Ich sehe den dreckigen Scheiter. Ich bin bereit, du Drecksau. Du hast gar nichts, hast du. Da ist der Scheißer, da unten! Der verdammte Dreckskerl hatte sich hinter den Kisten dort versteckt. Da ist er, dieser Scheißer! Da ist er, dieser Scheißer! Da ist der Scheißer! Mach dich bereit, du Dreckskerl! Die Schweinehunde haben einen von uns erwischt. Wir werden hier abgeschlachtet. Leute, der Schweinehund glaubt, wir finden ihn nicht. Tja, ihr wisst, was das heißt. Ihr müsst ihm zeigen, dass er nur ein kleines Miststück voller Wunschdenken ist.
So. Können wir jetzt friedlich miteinander reden? Hinter und da drüber. Das ist ein Gasmaskenhelm. Nicht nur eine einfache Gasmaske. Weil die hatte ich alles schon, oder? So eine Waffe hatte ich noch nicht zerlegt. So, da ist ein Gefangener. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Ach so. Wird wieder nicht so, wie ich will. Dann gehen wir da hinten rum. Ach so, okay. Den Boden und komm aus deinem Versteck. Ich hasse ihn. Ihr wollt mich doch verarschen. Ach, schon wieder so. Und ich habe keine Mollys. Rip. Können wir... Nein, können wir nicht. Gucken, wie viel sieht er? Zu viel. Kommen wir irgendwie anders an den ran? Wenn ich da versuche, durch die Tür zu gehen, will ich RIP. Es sei denn, ich finde hier irgendwo noch irgendwelche Chemikalien-Dings-Zeug und eine Werkbahn, dass ich irgendwie Molotovs machen kann oder so. Da. Nicht genug. Bei weitem nicht genug. Von hier aus reinschießen? Ja.
müssen irgendwie über noch eine Höhe kommen. Nicht, wir müssen jetzt wirklich an dem Typen vorbei. Problem ist. Ergib dich, du kannst dich nicht. Ja. Lange wirst du dich nicht vor mir verstecken können. Komm raus, wo auch immer du bist. Er muss ihn nur noch einmal treffen und wir dürfen hier von vorne anfangen. Ich darf nicht speichern. So ein Dreck. Kann er da bitte rauskommen? Den Gefallen tut er mir natürlich nicht. Na komm schon. Er ist taub auf beide Ohren, Alter. Angelegt. Jetzt guckt er in unsere Richtung. Sehr umgefallen? Ja, danke. Ach so, und dann ließ er nicht mehr Loot liegen, Alter. Nicht mal die Waffe ist da.
Das war ich nicht. Oh, zwei Medikits. Nice. Hier geht's hoch. Okay. Irgendwas? Oben sind drei Mann anscheinend. Ja. Hoffen wir mal, dass wir das Medikit nicht brauchen. So, Radar sagt hinter uns drei Mann auf jeden Fall. Dann lassen wir die erstmal da und checken hier. Ja. Okay. Dann haben wir die jetzt noch gerettet. Hier noch mal. Hier war auch so weit nichts mehr, ne? Nee. Hier sind wir ja reingekommen. Genau. Okay. Dann haben wir das auch geschafft. Jetzt wird uns unten noch das Haus markiert. In diese Richtung. Beziehungsweise, soll das das da sein, was uns markiert wird? Nee. Wir hätten auch von da oben runterrutschen können, ne? Ja. Muni sieht ganz schlecht aus.
Natürlich kommt jetzt nochmal ein Sturm. Weil. Gründe. Es ist zu hell. Toll. Genauso sollte es nicht laufen. Geh bloß weg. Okay.
Okay. Damit es nicht zu lange dauert, ich schaue mich hier einfach offscreen um und dann gehen wir im nächsten Part weiter zur Hauptquest. Ciao, Leute.